So, meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Nach langer Pause, jetzt ist ja die Saison vorbei. Die Sommerpause steht vor der Tür. Die EM-Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ist auch schon im Laufen und die Nations League auch. Glückwunsch an Kroatien und Spanien zum Erreichen der Nations League-Finale und auch an Manchester City zum Champions League-Titel. Nichtsdestotrotz bekommt ihr ein altes Format wieder zurück, und zwar die Kicker-Nachrichten. Schade fest in Bradford. Offensivmann Kevin Schade, 21, wechselt wie vom Kicker im Winter angekündigt fest vom SC Freiburg zum FC Bradford. Nach einer Leihe greift eine Kaufpflicht. Schade ist mit 25 Millionen Euro Gesamtablöse der teuerste Abgang der Freiburger. Bravo weiter in Madrid. Bayer Leverkusen verleiht Stürmertalent Iker Bravo für ein weiteres Jahr an Real Madrid Castilla, also die zweite Mannschaft von Real Madrid. Duda bleibt in Verona. Mittelfeldspieler Andre Duda wechselt fest vom 1. FC Köln zu Hellas Verona. Durch den Klassenerhalt der Italiener greift eine Kaufpflicht. Jonas Nikic, 19, Torwart, kommt ablösefrei vom RB Leipzig zum FC Köln. Profivertrag für Giannis. Eigengewächs Luka Giannis, 19, Mittelfeld, erhält beim 1. FC Heidenheim in einem Profivertrag bis 2025. EM-Kader der U21 steht. Das 23-köpfige Aufgebot der deutschen U21 für die EM in Georgien und Rumänien, 21. Juni bis 8. Juli, stehen fest. Aus dem ursprünglichen 26-Kader müssen sich Patrick Osterhage von Bochum, auch Jordan Breyer von Burnley und Jan Thielemann von Köln verletzungsbedingt abreisen. Hopp gibt Mehrheit zurück. Dietmar Hopp hat bei der Mitgliederversammlung der TSG Hoffenheim seine Stimmrechtsmehrheit bei der Profiabteilung wie angekündigt an den Verein zurückgegeben. Vermittlerstreit von EUGH. Der Streit zwischen dem DFB und einem führenden Spielervermittler geht vor dem Europäischen Gerichtshof. Der Bundesgerichtshof will dort entscheiden lassen, inwiefern das europäische Kartellverbot für den DFB-Reglement zur Spielvermittlung gilt. Steinin ist Ajax-Coach. Maurice Steinin ist neuer Chefcoach von Ajax Amsterdam. Der 49-Jährige, der zuletzt Sparta Rotterdam trainierte, folgt auf Interimscoach John Heitinger, 39. Der weiterhin im Club bleibt, dessen Sportdirektor seit Mai der deutsche Sven Mislintat von RB Leipzig ist. Ajax hat als Dritter in der Niederlande die Qualifikation für die Champions League verpasst. Milner zu Brighton. James Milner wechselt nach 8 Jahren in Liverpool wie erwartet nach Brighton & Hove Albion. Nach 15 Spielen, dann holt er im Ranking der Premier League Rekordprofis United's Ryan Giggs ein. Auf Platz 1 Gareth Barry, 653 Einsätze, der die meisten seiner Matches für Aston Villa bestritt. Milner unterschreibt bis 2024 plus Option für ein weiteres Jahr bis 2025. Ich bedanke mich für euch, hoffe es gefällt euch, gebt mir auch Verbesserungsvorschläge oder Tipps, was ihr sehen wollt. Haut rein und